Live zum Fritz. Jetzt ist ausgeschaltet. Und jetzt kann ich hier 220 drauf. Werde ich auch mit dem Sonnenstrom laufen. Und macht man gleich Strom. Ja. Da ist aber nur so ein kleiner Motor drinnen. Ganz unten. Das ist der Trafo, weil da habe ich 24 Volt Gleichstrom. Jawohl, also genau. Mit Plus, Minus. Richtig. Ja, und nur diese Spirale glüht da oben. Ja. Und jetzt läuft gleich hinter. Und das. Gleich da hinter dieser Platte läuft eine kleine Doppelmembran. Aha, das ist alles. Genau. Und hier kommt die Luft herein und geht durch die Doppelspirale, also Wellenplatte, und hier stammt es heraus. Ist nur wie ein Blumentopf gebracht, also ist ein Kachelofen. Ja. Das ist ein haushoher Unterschied zwischen dem. Und dem, das ist eine künstliche Sonne, und das ist ein Kachelofen. Also, der macht mehr warm, sozusagen? Nein, also braucht ungefähr 70 Watt Fremdstrom und kommt ungefähr 70 Grad heraus. Also nachher kann man das fast nicht angreifen. Wenn es aufgeheizt ist. Und jetzt sind wir wieder in Arbeit. Und hier habe ich wieder eine Platte, aber die muss ich erst anstecken. Die schalte ich dann morgen ein. Glasplatte. Ja. Letztes Mal habe ich die schon gezeigt. Habe ich noch nicht gesehen, das letzte Mal. Ah, nein. Nein. Die ist aber auch schon lange da. Und zwar ist zwischen den Glasplatten, wie von der Glühlampe, dieser Wolframfaden, ist kein Faden, sondern in der Rille hereingespritzt, das Metall. Spiralförmig. Braucht auch nur 70 Watt und liefert 70 Grad Wärme. Auch Tag und Nacht kann das angesteckt sein. Natürlich, hier habe ich auch 12 Volt? Hier habe ich einen Ofen, da heizt sie durch ihr Kochen ein bisschen. Und hier habe ich das offene Gerät, weil jeder will es ja sehen. Genau. Und hier brauchst du nicht die Hand hier halten. Das läuft auch nur mit 12 Volt. Das ist warm. Jawohl. Und das ist aber dauernd. Ja. Und ich habe natürlich alles so grob, weil ich kann kein Geld mehr ausgeben. Siehst du, da habe ich nur als Widerstände, der Motordrehzahl. Da ist praktisch keine Heizspindel drin, oder wie? Schon. Ist schon eine Heizspindel drin. Das hier, diese dicken Drähte hier, ist die Zusatzheizung. Ja, alles klar. Wie unten, das hast du schon gesehen, das größere Gerät. Da habe ich ja das gleiche. In 50 Durchmesser. Und also das läuft so. Diese Speichen sind ein bisschen aufgebogen. So, wenn sie sich dreht, zwischen zwei Kupferplatten ist ja Abstand. Ja. Hier in der Mitte ungefähr 8 mm und am Rand nur mehr 1 mm. Ja, aber dann immer kleiner. Und wenn sich das hier so dreht, gar nicht so schnell, kommt da sofort Wärme raus. Also handwarm. Und diese Temperatur, das ist die Weltallbewegung. Und unser Tageslicht, Sonnenlicht, wird die ersten 300 Kilometer hier geboren. Ja. Da draußen 270 Grad Kälte. Ich war noch nicht draußen, aber ich habe wieder Verbindung nach Rom. Das heißt, es ist aus Frankreich, den seine Eltern habe ich gekannt. Er ist, ich glaube schon 30 Jahre in Rom und befasst sich mit diesen Satelliten. Jetzt weiß er alles auswendig, die Temperaturen. Und ich spreche immer ganz kurz über seinen Urlaub nicht. Aber also diese 270 Grad bei uns
ist ja ab 12 Kilometer, wo man fliegt, ja, hat es 45 bis 55 Grad Kälte. Mhm. Und wie jetzt im Winter diese extremen Schichten waren, sind sie in Frankreich nicht mehr nachgekommen mit den Flügelenteisen. Mhm. Also du siehst, was geschieht. Und über 12 Kilometer ist eben, siehst du praktisch jede Gewitterwolke. Ja. Jetzt reichen diese Gewitter, diese schwarzen Wolken, oft bis 15 Kilometer hoch. Aha. Also ich bin oft, weil mein Sohn ist ja Pilot, bin ich früher mitgeflogen früher oder nach England. Und ich war immer Beobachter. Mhm. Also ganz gleich, wo ich hinkomme, denke ich ja ganz anders. Ja. Und das habe ich alles von Victor gelernt. Mhm. Dieses Drehbewegung. Und jetzt wird, also hier kommt die Wärme heraus und auch im Tal. Nur durch das Drehen, das ist ein Gartengriller. Mhm. Diese Kugelgriller. Jawohl. Und sonst auch unten ist es so aufgebogen. Mhm. Aber es braucht nur eine Seite sein. Ich bin ja Versuchsmensch. Mhm. Und ich habe die obere Kappe, habe ich schon hinunter, die muss ja alles langsam ab und darum ist überall voll. Ja. Was 40 Jahre Sammlung und dann soll ich alles raus, habe ich ein Problem. Und das ist, ich kann morgen das hochheben, dann kannst du das auch laufend ja, fotografieren. Ja, das wäre mal nicht schlecht. Die Membran genau. Ist zwar ein Blödsinn, weil wir es da eh haben, im Großformat. Ich kann das auch nur anschließen und das ist es schon. Aha. Ja. Also ich habe es alles so primitiv da, dass jeder ein bisschen Ahnung kriegt. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Die meisten wissen gar nicht, warum. Mhm. Und die sagen, ja, du Spinner, oder ich gebe Bücher gleich her. Also unmöglich, verstehe ich nicht. Denn bei den Leuten, die eingangs sind, desto mehr, dass die Leute dieses jetzige Wissen aufgenommen haben. Ich mache immer Spaß mit Nürnberger Trichter. Wird das den Schülern, den Kindern, allen eingetrichtert. Größte Irrtum. Mhm. Und zwar gab es eben Millionen Jahre schon Polsprünge. Und die Sterne, die Fixsterne, alles dreht sich. Genau. Und da habe ich eben ein Buch mit diesen Drehzahlen. Und diese Drehzahlen, alles was da beobachtet wird, Jahrhunderte, Jahrtausende, ist immer nur eine Sekundenaufnahme. Genau. Alles ist unterwegs. Das ändert sich, genau. Und wir sehen jetzt, weit weg haben sie da jetzt den Stern entdeckt, ganz weit weg. Der ist so weit weg und das, dieses, was da gesehen haben, kann passieren, dass 10 Jahre schon passiert ist, mhm, und jetzt kommt es erst an. Und jetzt kommt das Licht zu uns. Jawohl. Jetzt, wenn sie so Fernsehübertragungen haben nach Amerika oder irgendwo hin, dann hast du einige Sekunden Abstand, bis da der Ruf hin und her geht. Genau. Oder die Bilder. Ja, richtig. Und da können die meisten Leute überhaupt nicht umdenken. Nee. Sie sind alle fernsehgescheit, richtig, schon literaturgescheit und das ist alles. Und mit dieser Menschheit können sie machen, was sie wollen. Genau. Und diese Diktatur ist, wir haben ja Diktatur in Deutschland genauso. Weltweit, komm. Weil jetzt haben sie die Computer. Überall. Und die Computer, alles spielen sich da herum. Mhm. Auch Studenten, die Langzeitstudenten, die fällt die auch oder studieren gar, dann kriegen sie einen Laptop geschenkt. Und dann tun sie sich hineinüben, mhm, und landen tun sie beim Krimi. Und wenn sie bei Kriminalität landen, weil die sind täglich den Kindern vorgeführt, die ganzen Krimi-Geschichten. Ich habe vor 60 Jahren Kino vorgeführt, mhm, schwarz-weiß. Mhm. Und da gab es die Grimms Märchen. Mhm. Und die Grimms Märchen sind echt die Krimis. Die sind und jetzt macht man nur die Verschönerungen. Ich habe genau, so ungeheuer eine Krimi gemacht. Das ging damals schon mit Grimms Märchen los, genau, ja, ja, richtig. Und ja, immer, weltweit. Aber ganz so sehr würde ich jetzt diese moderne Technik nicht unbedingt verteufeln, weil hätten wir die Computer nicht, hätten wir uns niemals vernetzen können und ich hätte dich nie kennengelernt. Ja, ja. Weißt du, man kann es immer von zwei Seiten sehen. Ne? Ich komme aber in eine Großfirma, die Firma hat sehr viel Geld, mhm, braucht nicht sparen, ich darf privat zum Chef, mhm, und da sehe ich, was gespielt wird. Ich,
Ich habe eine halbe Stunde Sprecherlaubnis gekriegt und dann hat so die Handschlagdauer und wir reden uns per Du an. Keine Verträge, weil Verträge werden gemacht, um gebrochen zu werden. Ja, genau. Darum sage ich immer zu jungen Paaren, die heiraten wollen, nein, wenn der Handschlag nichts gilt, der gilt nämlich auch immer, auch bei Gericht. Mhm. Man muss nur darauf bestehen. Natürlich die Anwälte und Richter, das alle studiertes Rechtsverdreher, Spezialisten. Also wir haben große Schwierigkeiten. Und das ist übrigens wieder ein Spaß. Ich habe sehr viel mit Spaß zu tun. Da wollte ich dich fragen, ist das manipuliert oder hast du das wirklich angezogen? Diese Ketten und dieses Gewand? Nein, diese Ketten habe ich, das sind meine Heilwasser. Aha. Das ist schon Bergerwasser, die Ketten. Lass das Wasser um die Perlenkette tanzen. Aha. Und wir haben Großfamilie und meine Frau, wir haben uns gegenseitig die Haare geschnitten. Ja. Das hat mein Vater bei mir schon gemacht und ich habe es bei den Kindern gemacht und meine Frau auch bei mir. Mhm. Und auf einmal hat sie gesagt, nein, ich mache das nicht mehr. Und ich Spaßvogel, dann soll ich stehen bleiben. Und jahrelang gestanden, dann war der Bart hier. Ach, das war ich. Als wir spazieren gegangen sind, und die Leute, ist das dein Großvater? Meine Frau ist 83, wir aber 80. Und jetzt, gestern habe ich das wieder kürzer machen lassen. Zweimal im Jahr. So schnell wächst der. Und hier nie. Die kommen auch raus. Aber die drehen wieder um. Ich gebe aber nichts hinauf. Wasche mit alter, echter Seife. Mhm. Und ich habe so viel auch hinter mir. Ich hätte dreimal sterben sollen. Und da habe ich gesagt, kommt gar nicht in Frage. Der Zeitpunkt steht fest. Und weißt du was? Nein, das war auch ein Spruch, lange Zeit. Ja. Der Tag ist gesetzt zu sterben. Genau, richtig. Da bin ich auch davon überzeugt. Ist es nicht? Ist es nicht? Nein. Nein? Wenn du sagst, das kommt gar nicht in Frage, weißt du, was da los ist? Dann stirbst du nicht. Dein Geist, wir haben nicht viel, aber der kann was, ja oder nein sagen. Und ich habe ein Büchlein gelesen, ich hatte natürlich einen Professor Ude, wurde 97, ein Pfarrer, hat in Rom studiert, sein Schulkollege wurde Papst und er war Priester, hat unter Tausende und also ungeheuer prima Mensch. Und ich durch meinen Beruf, Radio, Fernsehen und ich habe alles gemacht, komme ich zu denen hin und die haben es gesehen und verstanden. Dasselbe wie beim Viktor. Mhm. Ich kam hin, wir haben uns angeschaut, wir haben mich geprüft, waren die besten Freunde, der jüngste Vertrauensmann. Mhm. Natürlich habe ich ihn durch Bühne gebracht, oh, der versteht uns. Mhm. Und seine Freunde, die mit 80 Jahren war, die zweimal hier. Also ursprünglich alles in Linz und mein zweiter Elektromeisterchef hat da am See unten ein Haus gebaut. Mhm. Sind wir letztes Mal zum See heruntergefahren? Ja, haben wir angeguckt, genau, also das Hotel da unten, hast du mir gezeigt, genau, richtig. Ja, und dein Kollege war ja der? Das war die Nini, das war die kleine Schwarzhaarige. Ja, die, die ist mir leid. Ja. Und das ist der Erregerstoff. Dann kommt hier ein Gas heraus und das geht mit einem größeren Schlauch in Luftfilter hinein, beim Dieselmotor. Mhm. Weil das Dieselbomben ist ja Hochdruck, 150 Atmosphären. Mhm. Die Düsen dürfen nicht tropfen, also schön zerstäuben, immer vernebeln. Aha. Und da kannst du riesige Motoren antreiben. Sagen wir 1000 PS ist nur das Gas erzeugt. Das brennt nicht richtig und beim Auspuff kommt nichts mehr raus. Mhm. Das ist das. Zukunft. Bisschen verbogen. Na, ist auch wieder locker. Da muss ich eine längere Welle, weil das Grundgefäß ist ein Ei. Jawohl, genau. Und dass er nicht schwingen anfängt, muss hier ein Nadellager sein. Aber wir sind bei Leuten, die mir das machen. Mhm. Da ist das Grund, das würde weitergehen. Mhm. Ich habe mir viele machen lassen, aber das sind jede hat eine andere Größe. Mhm. Da kommt eine Gummidichtung und das läuft eben der Motor mit 8,5 Volt. Mhm. Also geht mit die 12 Volt im Auto. Ja, ja. Und da brauchst du zum Starten, wenn alles stimmt,
Und der Motor, du kannst laufen lassen, ein riesiger Dieselmotor, ein Standdieselmotor, eine große Werke, die langsam laufen lassen, und du kannst einen Generator und kannst alles elektrisch heizen, weißt du, lauter Gratis-Energien. Hm. Wir brauchen keine Hochspannung, nichts mehr. So, aber da verdienen die Leute ja kein Geld mehr damit, ne? Und natürlich, da habe ich noch solche Membranen. Ich habe wohl. Und die sind aber schon in Bayern draußen, habe ich einen Feinmechaniker, der macht da schon, der ist zugänglich. Mhm. Aber wir haben alle kein Geld. Was kostet denn so eine Platte machen zu lassen, Fritz? Ja, die Platten habe ich noch zum Glück, aber die sind schon, ich habe alles früher händisch gemacht, ja. Jetzt haben wir schon, also kleinst Oberfräsen. Und die habe ich zugelötet, dass ich doppelt. Also es braucht nur Kupfer sein, nicht vergoldet und nicht versilbert. Und eben, aber die Welle durchbohrt, wo das Gas hinein kann. Und das wieder, die kriege ich auch, aber jetzt gehe ich auf die Märkte auch, gibt es alle Größen. Und wenn das hineinpasst, kleines Loch, Nadellager und natürlich immer Ei, Richtung Eigefäß. Genau. Da sind alle Elektronen mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs. Das ist alles. Herrlich. Natürlich habe ich noch diese Rohre da, aber die habe ich drinnen auch. Weil drin und hier die aufgeschnittene Nautilus. Muschi. Wo haben wir sie? Hier ist sie. Ja, ja. Ah ja. Genau, da hinten. Aber ich gehe mal da, weil die Leute können sie einfach nicht umdenken. Ja, man muss es ja auch mal diese fertigen Rohre, die würden schon 2000 Euro kosten. Aber auch lieber sind alle. Aber das. Nochmals, das ist ja wichtig. Aha. Richtig, habe ich eh letztes Mal gezeigt. Das ist mal im Querschnitt, ist ja super. Ja, das haben sich, kommen viele und denen zeige ich das. Die drücken sich das, tun sie abzeichnen, weißt du, so, dass sie die wählen. Es gibt Kopierfräsen, gäbe es. Aber jetzt versuche ich auch, dass wieder neue Firmen die Platten, kleine, große und die 50er wieder machen. Aber das ist zu anschauen. Das heißt, das geht so. In der Mitte 8 mm Abstand oder 5 mm. Und nach außen nur mehr ganz fein. Ja, aber die Drehzahl verstärkt sich. Und da entsteht pro Schlitz und die Schlitze müssen immer auf der Seite sein. Also immer so, unschräg, bisschen schräg. Und wenn ich es aufbiege, dann entweder Linkslauf oder rechts, das spielt keine Rolle. Das ist ja alles so einfach, die Leute waren ja nicht dumm. Und das ist wohl Eisen, Gusseisen, und durch diese Turbinen, da ist eine Grundplatte, die liegt da. Und alles ist so, dass ein Kind zusammenstellt, weil es muss ja täglich ausgekocht werden. Ja. Da darf kein Saumilch entstehen. Und diese Hohn dreht auch wieder mit der Ausnehmung und passt nur hier herein. Ja. Also kannst du auch nicht vertauschen. Ist auch hier die Nase dran. Also. Und da die nächste Turbine. Ist das nicht herrlich? Filigrane Arbeit, jawohl. Und alles gelötet. Wahnsinn. Und jetzt ist die ganze Maschine verzinnt. Lebensmittel verzehnt. Und da entstehen diese Energiezerstörungen, die Kavitationsströme, die sind atomare Energie. Und die macht sich, die modernsten Turbinen kriegen diese Löcher, Spezialstahl, kriegen sie auf einmal solche Löcher. Und dann wird das rostig und können sie es wegschmeißen. Das sind die an der Seite sozusagen, diese. Das ist das, diese Löcher da, wo die meisten keine Ahnung, nicht einmal der Jörg, nicht einmal der Rauber. Sie wissen davon, weil es niedergeschrieben ist. Ja. Aber ich kann es hier erklären. Und ich ging zu diesen Altmärkten und auf einmal sah ich die Spezialmaschine. Aha. Und jetzt kommt's. Ich kann die ganze Turbine. Jetzt so. Passt hier mit dem Vierkant drauf, weil die anderen Milchmaschinen, irgendwo habe ich da was weggeräumt, ich sehe es nicht, müsste da liegen.
Irgendwo wird es sein. Da ist das gute Horn, da ist ein Holzmeisterrohr. Da ist, dieser Heizteller von der oberen, die nach oben ist, neben dem Bett. Aha. Das sind diese Einsaug. Mhm. Das kann also mal innen. Da kommen drei Stoffe herein. Dieses Teil, Sauerstoff ist das schwerste Element. Ja. Geht am Rand, zentrifugal, und strömt hier schon wieder raus. Und kommt da drüber, hier kommt Wärme durch. Das ist diese künstliche Sonne. Kommt da vorbei und hier kommen drei Gase wieder zusammen. Und dann ist was los. Moment, hier kommt jetzt die Wärme raus. Ja, also wenn es läuft. Ja, wenn es läuft, genau, richtig. Die Apparate laufen, das ist der Klimator. Ich kann mit dem auch. Dann muss ja aber irgendwo auch die Kälte rauskommen, ne? Ich meine, wenn die Wärme umgewandelt, heißt ja. Das wird umgewandelt in Kälte. Das sind Rohplatten. Aber natürlich, ich verkaufe nichts mehr, weil ich muss jedem zeigen können. Ja, wenn ich verkaufe, dann hat es der und wir haben nichts mehr zum Anschauen. Jawohl, genau. Ja. Angefangen habe ich übrigens mit Kaputti. Die habe ich in den Computer hereingelegt, in den Farbcomputer. Aha. Die habe ich dann so zusammen und ich habe die sofort aufgehängt, dass ich täglich sehe. Ja. Die sind ja alles da. Oh. Sogar auf Südamerika, wo unten schon der Generator drauf ist. Mhm. Da oben, nein, da ist nicht. Ah ja, da ist die 100-Tonnen-Presse. Ich hatte ja mal ein Audi und da habe ich gleich drei Luftturbinen am Dach oben gehabt. Aha. Und da ist aber die 100 Tonnen und der hat pensioniert und will nichts mehr wissen, weil er wurde betrogen. Und ich habe eine Turbine um die andere gebaut. Ja. Also für alle Länder eine Turbine. Aha. Dass nicht wieder Konkurrenzsteine entstehen. Ja. Und nichts. Aber jetzt würde ich, ja, da ist der Jörg, der hat natürlich immer gesoffen, aber der Australier, Holländer, Amerikaner, alles war da bei diesem weißen Polo. Ja. Beim Audi hatte ich eben drei Turbinen oben. Aha. Und die konnte ich überall laufen lassen, mit der Sonnenplatte. Oder ich kann es auf Batterie, aber eine zweite Batterie im Auto und kann es auch bei Nacht vorführen. So, der Audi war übrigens der Audi 100, 70 PS, 5 Zylinder, das beste Auto. Es gibt es wieder, aber die machen jetzt so viel Konkurrenz und die sind abgesprochen, die Firmen. Ja doch. Da wäre viel versteckt. Darum ist es mir eigentlich, mache ich immer nur Spaß, ich verkaufe es den Chinesen. Ja. Es ist egal, durch wen es kommt. Richtig. Der Krieg kommt sowieso genau. Und die Überbleiben haben dann die richtige Technik. Genau, richtig. Wir sind jetzt nur Schüler, ja. Vorbereitung. Genau. Und die echt umdenken, die werden ja durch diese Untertassenleute abgeholt. Die wissen das, dass wir... Ja, ich jetzt mit 80, in die Werkstätten, ja, könnte ich Staub wegräumen, einsaugen oder so. Oder schöne Blumen züchten, da mag ich auch, das ist ein Hobby. Und ich weiß, wie mein Wasser ganz verdünnen in so eine Spritzkanne, nur so viel das Wasser hinein, werden die Blüten nochmal so schön. Herrlich. Das kann ich mal probieren. Ja. Das probiere ich mal zu Hause. So, jetzt drehe ich aber hier. Und zwar... ist da eine Glocke. Ja. Und natürlich gehört da dünnes Öl. Oh, schau. Ah, haben wir was gefunden? Haben wir was gefunden. Alles klar. So, da gibt es die anderen Rot da oben liegt da, glaube ich. Und frage immer die Bauern alle, sage ich, für was sind diese kleinen vier Schrägflügel? Aha. Die passen da drauf. Aha. Und desto näher. Dass sie, die Luft dreht ja mit. Ja, die Luft dreht mit. Ja. Und bei den Wasserturbinen dreht das Wasser da mit. Das kriegst du nicht mehr. Das ist die Schleuderenergie. Die Mutter Erde dreht sich so schnell. Das ist die Schwerkraft. Und der Sog auch noch ist wirksam. Aber desto näher, dass er drauf sitzt, wird diese Kupferplatte ist auch verzehnt, ja. Weißpech, und überall musst du sofort umdenken, Hochzeitstanz der Moleküle. Der
der Schöpfergeist hat auch die höchste Spaßenergie eingebaut. Du musst lachen können, wenn es nicht mehr zu lachen ist. Genau. Und dann gibt es schon wieder eine Umwandlung. Ja, mein Vater hatte zwischendurch einmal eine Wirtschafterin, die war so dick. Mhm. Und ich konnte so herzhaft lachen. Wir Kinder haben geschaut, der ganze Bauch, alles so. Aber, und ich komme von eins ins Tausendste. Meine Bruder und Schwägerin waren in Himalaya und kaufen sich eine Gebetsmühle. Und die einheimische Jugend dort nimmt eine Kohledose und macht eine Gebetsmühle draus. Ja. Und da ist eine Schnur mit ein bisschen Gewicht und dann kurbeln sie so. Ja. Die denken gar nicht dran, wie wichtig das ist. Ja, und da gibt es auch im Fernen Osten so Rosenkränze, ja, wo sie auch so die Kugeln immer so durchlaufen, ohne dass sie irgendwie. Das ist ja, das angeboren an jedem Menschen, ja, ne? Und jetzt, ich so gleimert das, das interessiert mich. Da ist das so. Das sollst du ja nicht glauben, was da los ist. Dieses Drehen geht der ganze Körper mit. Hm. Wenn du geistig auch noch untersuchen willst, da schon her. Die Bewegungsenergie durch diesen Blödsinn. Ja. Ist es nicht. Die gehen auch bei ihren, da haben sie so gehen alle vorbei und kurbeln diese Gebetsmühlen wieder. Ja, ja, ja. Das kennst du alles. Das ist Wahnsinn. Oder ja. Ich bin mit einem ganz Bergsteiger in Verbindung, der ist zwar jetzt hier, aber der war 30 Mal auf dem Himalaya, ist Bergführer. Mhm. Auch in Afrika am Kilimanjaro und auch in Südamerika in die Anden. Mhm. Und da ist war Schüler seiner Zeit, die sind da, ich wusste vor 45 Jahren schon von die Untertassen in Patagonien. Mhm. Und zwar ist da Österreicher rübermarschiert, kommen herunter und da ist eine Siedlung, lauter deutsche, bayerische Häuser und alle sprechen Deutsch. Ja, was ist da los? Mhm. Und ich habe, da gab's, war ich ein paar Sektenzuhörer und der Prediger sagt, ach, ich habe schriftlich auch einen amerikanischen Präsident. Der hat offen gesagt, ich habe schriftlich diese Untertassen, die sind da. Wahnsinn. Und trotzdem wurde es immer wieder unterdrückt. Und ich hatte das dann und die Aussage von Viktor, wo ich auch, ich glaube, ich habe da schon sowas gegeben, so eine Kopie von Gespräch von Südamerika, meine Freundin. Und ich habe dann verführt und gebe es auch in Jörg, die hatten ja Redeverbot. Ja. Ich konnte die Goschen nicht halten. Ich habe es gesagt. Ihr werdet staunen, was die Untertassen noch mit uns vorhaben. Oh, so spannend. Aber jetzt kann ich hier.